Grüß dich, servus. Ja, man sieht's, ist schon ein bisschen spät, schon nach 8 Uhr. Bin noch im Büro, was am Arbeiten und ich möchte mal gleich, ich habe einen Kommentar bekommen auf einen meiner YouTube-Videos, unlängst raufgeladen von einem User, der sich Holla oder so ähnlich nennt. Keine Ahnung, wer das ist, ist natürlich anonym. Und der hat mich gefragt zu meinem Video Margin Game, also letztendlich, da ging es um Gewinnspanne, ja, Umsatz pro Mitarbeiter und so weiter. Wie man letztendlich den Umsatz pro Mitarbeiter eventuell erhöhen kann, beziehungsweise meinte er dann im Kommentar, ist es nicht viel wichtiger, den Gewinn pro Mitarbeiter zu ermitteln oder zu verbessern und so weiter und so weiter. Ja, hierzu eben mal ein ganz kurzes Antwortvideo. Der Gewinn pro Mitarbeiter errechnet sich ja, das ist eigentlich irgendwie so Mathematik der 9. Klasse, der Gewinn errechnet sich ja Umsatz minus Kosten. Und ich kann natürlich zwischen den Zeilen lesen und ich weiß, ich glaube zu wissen, was er mit diesem Kommentar auf sich hat. Er sagt letztendlich, naja gut, was bringt mir der Umsatz, wenn mein Gewinn nur sehr klein ist oder negativ oder was auch immer. Letztendlich ist das so der typisch, würde man sagen, so typisch deutsche Denke, weil man immer in Kostenstrukturen denkt und nicht in Umsatzstrukturen. Ja, also wenn ich natürlich einen zu kleinen Gewinn habe, habe ich wenig Spielraum zur Investition und zum Reinvestieren und folgedessen zum Wachsen. Okay, dass ich aber die Gewinnspanne aus der Gleichung Umsatz minus Kosten ergibt und es in diesem Video darum ging, wie kann ich meinen Umsatz erhöhen, und derjenige, der kommentiert hat, gesagt, naja gut, es kommt ja letztendlich auf die Kosten drauf an, und das war die versteckte, sozusagen der versteckte Hinweis. Ja, man kann mit Kosten, mit der Kostenschraube einiges bewegen, aber ich möchte mal sagen, eine ganz, ganz dummes Beispiel. Angenommen, du hast 1.000 Euro Kosten je gewonnenen Neukunden. Okay? Jetzt sagst du dir, okay, ich möchte die Kosten je gewonnenen Neukunden reduzieren. Was ist das Maximum, das du reduzieren kannst an Kosten je gewonnenen Kunden? 1.000 Euro. Mehr wie 1.000 Euro Kosten, weil du hast 1.000 Euro Kosten, in dem Beispiel, mehr wie 1.000 Euro kannst du nicht an Kosten reduzieren. Also das Maximum, was du einsparen kannst, sind 1.000 Euro. Ja, 1.000 Euro Kosten je neu gewonnenen Kunden, mit diesem Fallbeispiel. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Okay? Wenn du aber jetzt sagst, ich schaue, wie kann ich meinen Umsatz erhöhen, je Mitarbeiter, ja, dann kann ich hier theoretisch sagen, den kann ich verdoppeln, den kann ich verdreifachen, den kann ich vervierfachen und so weiter und so weiter. Es gibt Geschäftsmodelle, die sich voll digitalisieren lassen, sowas wie ja, irgendwelche Coaching-Modelle und so weiter. Die haben teilweise Umsätze je Mitarbeiter, die sind sechsstellig, soweit ich mal gehört habe. Und das kann auch gut, sehr gut so sein, ja? Weil es einfach ein skalierfähiges Modell ist, ne? Wo letztendlich ein Typ irgendwie da sitzt und hunderte von Leuten irgendwas beibringt und sich das eben sehr stark skaliert. Das heißt, die Upside, wenn ich, das ist wieder dieses typische, und deswegen mache ich dieses Antwortvideo so lange. Die deutsche Brille schaut immer drauf, okay, was sind meine Kosten, wie kann ich die Kosten reduzieren? Sparen, 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 sparen. Kosten reduzieren, Kosten reduzieren, Kosten reduzieren. Ja? Wie kann ich schrumpfen letztendlich? Und das ist das verkehrte Mindset, was wir eben haben. Wir sparen uns kaputt letztendlich. Wir machen Lean Management bis zum Abwinken. Jetzt habe ich schon was ein böses Wort gesagt. Und haben trotzdem Anschluss an der Elektromobilität verpasst. Ja? Und an ganz vielen anderen Beispielen kann man das auch sehen. Und anstatt dass man sagt, okay, wie kann ich denn wachsen? Wie kann ich denn Umsatz steigern? Wie kann ich denn hier in die Höhe kommen? Also mit Artificial Intelligence, mit künstlicher Intelligenz, mit was es da alles jetzt gibt, Quanten, was auf uns zukommt, Quantencomputing und so weiter. Das ist ja quasi, das ist ja oben nach oben hin keine Grenzen. Ja?
Und sich auf das zu fokussieren, was nach oben hin möglich ist, anstatt sich zu fokussieren, wie kann ich denn das Bestehende noch mehr reduzieren, noch mehr lean machen, noch mehr optimieren. Das ist so dieses typische deutsche Denken, das uns wahrscheinlich so ein bisschen in der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit abhängen wird oder vielleicht sogar schon teilweise schon abgehängt sind. Das habe ich jetzt aus diesem Kommentar irgendwie auch wieder rausspüren können. Und wenn ihr glaubt, oder wenn du, derjenige Hallau, wie der hieß, der den Kommentar geschrieben hat, glaubt, dass ich da komplett richtig liege oder auch falsch, dann bitte mir weiter in die Kommentare schicken. Können wir gerne durchdiskutieren. Also dann bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Bye bye, ciao. Peace.